This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Wenn du einen Job hast, wirst du leiden. Du wirst gefeuert, du leidest. Wenn du verheiratet bist, leidest du. Wenn du nicht verheiratet bist, leidest du. Was ist das Problem? Das sind Dinge, die du angestrebt hast. Wenn Dinge geschehen, die du angestrebt hast, und du dann leidest, das muss man sich ansehen. Wenn wir es mit schwierigen Beziehungen zu tun haben, in denen man der anderen Person nicht aus dem Weg gehen kann, sei es der Chef oder die Ehefrau, dann habe ich meistens das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Und die ganze Umgebung scheint sich gegen mich zu verschwören. Kann ich mit dieser Situation allein fertig werden? Ist es in Ordnung, jemand anderem die Schuld zu geben? Was schlägst du vor, um wieder positiv ins Leben zurückzufinden? Schau, das Beste daran ist, dass du nur einem von beiden gegenüberstehst. Entweder dem Chef oder der Ehefrau, nie beiden zusammen. So kannst du pendeln, weißt du? Als Militärangehöriger kannst du der Frau für eine gewisse Zeit entkommen. Und du kannst dem Chef für eine gewisse Zeit entkommen, im Gegensatz zu anderen Berufen, wo man jeden Tag mit ihnen konfrontiert ist. Es tut mir leid, ich scherze nur so. Wie auch immer. Schau, du kannst weder ohne deine Frau noch ohne deinen Chef leben. Beide sind wichtig in deinem Leben. Du hast deine Karriere angestrebt und einen Job bekommen. Du hast einen Chef bekommen. Du hast eine Beziehung angestrebt. Du hast eine Ehe geschlossen und eine Frau bekommen. Das sind also Dinge, die du angestrebt hast. Wenn Dinge geschehen, die du angestrebt hast, und du dann leidest, das muss man sich ansehen. Das hat nichts mit der Frau zu tun. Das hat nichts mit dem Chef zu tun. Das ist etwas, das mit dir selbst zu tun hat. Denn die Menschen sind in diese Lage geraten. Wo auch immer du sie platzierst, sie haben einen Weg gefunden zu leiden. Das geschah. Eines Tages hatte Shankaran Pillai einen heftigen Streit mit seiner Frau. In einem Anfall von Wut verließ er das Haus und ging am Abend weg. Er trieb sich hier und dort außerhalb der Stadt herum. Er ging umher und wusste nicht, wohin er gehen und was er tun sollte. Sofort wieder nach Hause zu gehen, war nicht akzeptabel. Dann sah er einen Sadhu, einen Sannyasi, der sich für den Abend oder die Nacht unter einem Baum niederließ. Er schaute ihn an und er schien sehr gut organisiert zu sein und absolut keine Probleme zu haben. Unter dem Baum scheint es ihm bestens zu gehen. Dann ging er zu ihm und sagte, Sadhu Maharaj, meine Frau bereitet mir viele Probleme. Wenn du eine Lösung hast, dann sag es mir. Der Sadhu starrte ihn so an. Du Idiot! Wenn ich eine Lösung hätte, warum würde ich dann hier sitzen und ein Sannyasi werden? Deswegen, schau, man sagt, das Leben ist wie das Jonglieren mit einem Ball. Wenn du alleine bist, nur ein Ball, einfach zu machen. Du wirst zwei Bälle, etwas schwieriger, erfordert mehr Aufmerksamkeit. Dann wirst du vier, du hast vier Bälle zu jonglieren. Dann hast du eine indische Armee auf dir, du hast 10.000 Bälle zu jonglieren. Oder hast du das? Wie viele Bälle du also freudvoll jonglieren kannst, das ist die Anzahl, die du aufheben solltest. Wenn du strebst oder deine Aktivität verstärkst, ohne dich selbst zu verbessern, wird die Aktivität Elend verursachen. Nun, die Menschen, weißt du, ein Top-Manager im Land, eines internationalen Unternehmens, ein globaler Geschäftsführer, kam vor einiger Zeit zu mir in einem tiefen Zustand der Verzweiflung und sagte, Sadhguru, ich kann das nicht ertragen. Sie laden so viel Stress auf mich. Ich sah ihn an und sagte, gut, dann mögest du gefeuert werden. Er sagte, nein, Sadhguru, was sagst du da? Ich sagte, hey, du leidest so sehr unter deinem Job. Ich bin sicher, dass es viele Menschen gibt, die sich um deine Stelle bemühen. Wenn du gefeuert wirst, kannst du am Strand spazieren gehen, glücklich. Nein, Sadhguru, mach das nicht mit mir. Wenn du also einen Job hast, wirst du leiden. Wenn du gefeuert wirst, wirst du leiden. Wenn du verheiratet bist, wirst du leiden. Wenn du nicht verheiratet bist, leidest du. Was ist das Problem? Das Problem liegt bei diesem hier. Nicht bei der Frau, nicht beim Chef, nicht bei der Welt. Was auch immer sie sein mögen. Ich versuche nicht, sie zu verteidigen. Sie können alles Mögliche sein, aber ob ich leide oder nicht leide, liegt im Wesentlichen an mir.
Wie ich bereits sagte, was die Welt auf dich wirft, ist nicht deine Entscheidung. Was du daraus machst, ist zu 100% deine Entscheidung. Das ist es, was Karma bedeutet. Wenn ich sage, mein Leben ist mein Karma, dann ist die Frau irgendwie, der Chef ist irgendwie, die Welt um mich herum ist irgendwie. Alle möglichen Ärgernisse passieren. Aber ich halte den hier so, wie ich will. Du kannst. Ich weiß, du hast es mit einer anderen Art von Feinden zu tun. Aber wir haben es jeden Tag mit allen Arten von Menschen zu tun. Menschen, die ich nie getroffen habe, die ich nicht kenne. Sie spucken täglich Gift auf mich. Ich weiß nicht, woher dieses Gift kommt. Vielleicht ist das nur überflüssiges Protein in ihrem Körper. Ich weiß es nicht. Aber sie machen unaufhörlich weiter, tun alle möglichen Dinge, stellen alle möglichen Hindernisse in den Weg für alles, was wir tun. Alles, was wir tun, ist einbeziehen für ein größeres Wohlbefinden, aber sie mögen es nicht. Es gibt Leute, die heute Kampagne gegen mich führen, dass das Pflanzen von Bäumen gefährlich ist. Okay. Deine Existenz selbst ist gefährlich. Was die Menschen dir antun, was die Welt dir antut, das ist nun mal so. Was du dir selbst antun willst, das liegt in deiner Hand. Das ist dein Karma. Das ist es, was es bedeutet, wenn man sagt, mein Leben ist mein Karma. Das heißt, die Art und Weise, wie ich bin, liegt zu 100% an mir. Niemand kann entscheiden, wie ich jetzt sein werde, sondern ich selbst entscheide, wie ich jetzt bin. Wenn du entscheidest, wie du jetzt bist, wirst du dich glücklich oder unglücklich halten. Wenn ihr diese eine Frage beantworten könnt, jeder von euch.